Mein Gesicht war total entstellt von einer starken Akne und das kam innerhalb weniger Tage. Zuvor war ich immer gesund, immer gut drauf, aber da ging es so bergab mit mir, weil das war wie ein Schicksalsschlag. Auch Medikamente konnten nicht helfen, Fachärzte waren ratlos, es kamen Nebenwirkungen dazu von den Medikamenten. Es wurde immer schlechter statt besser, obwohl ich den Ärzten ganz vertraut habe. Und ich habe mich verkrochen im Haus meiner Eltern. Und ich wollte nicht mehr raus, ich wollte keinen Kontakt haben mehr mit Menschen, weil ich erlebt habe, welche primitive Sprüche die losgelassen haben. Und in dieser Situation kam meine Tante, die auch meine Lieblingstante ist, und die gab mir eine Kassette über Bruno Gröning und das sollte ich mir mal anhören. Und ich habe mir das angehört, habe mich dabei total entspannt und dann kam so ein Rieseln im Körper und das ging über in ein Fließen und dann kam eine Freude. Eine solche Freude, ich musste lachen, lachen, lachen und all diese Depressionen waren mit einem Schlag weg. Und ich bin dann wieder rausgegangen auf die Straße, habe mit Menschen gesprochen und auch wieder mit dem Bus gefahren, in der Straßenbahn gewesen, obwohl ich das zuvor nicht mehr konnte. Eben wegen dieser Sprüche, die dann losgelassen wurden. Ja, zum Beispiel, ich würde mich eher schießen, bevor ich so rumlaufen würde. Und dann klang diese Akne dann ab. Die war dann weg. Und da war auch dieser Wunsch da, das weiterzugeben, dass auch andere das erleben können. Ich bin dann mit einem Freund nach Kuba geflogen, um dort von Bruno Gröning zu erzählen. Und es sind Spontanheilungen eingetreten. Wir haben dort in der Sprache Esperanto gesprochen. Ich konnte das auch gar nicht so gut damals noch. War auch erst 22 Jahre alt. Aber es ging trotzdem gut und die Heilungen sind trotzdem geschehen. Eine jüngere Frau, auch eine Esperantistin, war sterbenskrank, als wir sie angetroffen haben. Die Ärzte haben sie aufgegeben und haben sie zum Sterben nach Hause geschickt. Aber sie hat die volle Heilung bekommen und ist immer noch gesund, auch nach 6 Jahren noch. Und sie ist so dankbar dafür. Das ist irgendwie meine Freude, dann, wenn jemand das Glück einfach dann auch erlebt. Auch eine 18-Jährige aus Kuba, die an Lebensmittelallergie gelitten hat und viele Lebensmittel nicht essen konnte. Dann waren solche Schwellungen, solche Ödeme am ganzen Körper. Und ich konnte das so gut mitfühlen, weil die auch sich zu Hause verkrochen hat. Und nicht mehr in die Schule gegangen ist, weil sie sich so geschämt hat dafür. Aber die hat nach einem Vortrag die volle Heilung bekommen. Und es hat auch vielen anderen noch geholfen. Und man kann hier wirklich viel Gutes tun auf der Erde, auch als junger Mensch.